Guten Morgen. Mir ist noch was eingefallen, und zwar, das gibt doch so ein altes Sprichwort. Einbildung ist auch eine Bildung, bei manchen die einzige. Das wird aber ganz anders gebraucht. Man sagt sich da, also, der hat keine Ahnung und bildet sich ein, dass er Ahnung hätte. Aber so ein kleines bisschen hängt da was mit dran. Und darauf möchte ich eingehen, ganz kurz, aber ich hatte was zum Thema Neid geschrieben. Und ich zitiere ganz kurz, also, ja, es geht um den Neid. Woran es liegt? Neid ist ein Gefühl, welches einhergeht mit Gedanken. Der Neidische gesteht sich etwas ein. Er ist ganz ehrlich zu sich selbst. Er gesteht, dass er das, worauf er neidisch ist, auch hätte selbst erreichen können. Er weiß, dass er zu faul war, sich anzustrengen. Es kann das Anstrengen in Bezug auf das Arbeiten oder Sport treiben, Lernen oder andere anstrengende Tätigkeiten sein. Er weiß auch, dass er in Zukunft zu faul sein wird und darum nie das erreichen wird, auf das er neidisch ist. Um sich selbst aber zu beruhigen, erfindet er allerlei Gründe, die nichts mit seiner Faulheit zu tun haben, weshalb er sich nie anstrengen wird. Diese Gründe sehen für ihn gut aus und darum ist er damit zufrieden. Ich möchte Folgendes ergänzen. Und dazu erzähle ich euch eine ganz kurze Geschichte. Als Jugendlicher hatte ich mit meinem Klassenkameraden folgende blöde Idee. Pardon. Und zwar die Idee war, dass wir so ähnlich wie in einem Westernfilm uns auf die Güterwagen schwingen und mal eine Strecke auf Güterwagen mitfahren. Das hat auch ganz gut geklappt. Das Aufsteigen war relativ leicht. Wir hatten auch einen schönen Güterwagen. Es war noch ein alter Bremserwagen, also mit so einem Gestell dran, wo man die Handbremse anlegen konnte. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Es waren zwei Achser, also nichts Besonderes, aber eben noch so ein altmodischer mit so einer Plattform. Und auf dieser Plattform saßen wir dann später und haben gegrinst, als wir teilweise auch, das war nachts, durch Bahnhöfe fuhren und wie uns manchmal Leute betrachtet haben, also direkt entdeckt, so wie, oh, Donnerwetter, da fahren ja welche auf dem Güterzug mit. Naja, gut. Wir sind dann in einer größeren Stadt abgesprungen. Zum Glück. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Sind dann eine Weile in der Stadt rumgestromert und ja, dann hatten wir uns, als es langsam hell wurde, gedacht, och, dann fahren wir halt wieder mit dem Güterzug zurück. Und gerade als wir über die Mauer klettern wollten, über die Mauer des Bahnhofs, also das war ein Rangierbahnhof, weil da standen ja die Züge und wir hatten gemerkt, dass die manchmal sehr schnell fahren, man gar nicht richtig aufspringen kann mit 80 km/h, nicht so wie in den Westernfilmen. Naja, sind wir halt auf die Mauer geklettert, haben geguckt und haben überlegt, wo so ein Zug steht. Blöderweise hat uns in dem Moment, als wir gerade im Begriff waren, hochzuklettern, ein Streifenpolizist von der Mauer gepflückt und uns dann mit auf die Wache genommen. Dort hat man uns dann ja, also wirklich ziemlich eindeutig befragt, wie wir denn dahin gekommen seien. Und wir haben gesagt, ja, mit einem üblichen Zug und so weiter und so fort. Und jedenfalls hat die Polizei uns dann laufen lassen und wir sind zurückgefahren, allerdings in diesem Fall dann mit dem Personenzug. Und unterwegs, ja, die Eltern waren nicht zu Hause. Wir konnten also unentdeckt praktisch jeder in seine Wohnung gehen. Zum Glück waren beide Eltern nicht zu Hause, von uns beiden. Und wir haben uns aber auf der Rückfahrt eine Geschichte überlegt, die so hieb- und stichfest war, dass wir mussten aber rechnen, dass die Polizei anruft, dass tatsächlich dann Aussage gegen Aussage stehen wird. Und Aussage gegen Aussage hieß, wenn die Polizei sagt, wir sind sonst wieder hingekommen, dass wir dann eine Geschichte entwickeln, dass wir einfach mit dem Personenzug hingefahren sind, ein bisschen in der Stadt rumgestromert sind und dann wieder zurückgefahren sind. So eine Geschichte, die hatten wir uns so überlegt. Aber wir haben die Geschichte geübt, wir haben die bestimmt auf der Rückfahrt, das war eine Stunde Fahrt, ja, fast die ganze Zeit geübt. Wir haben die bestimmt 10-mal durchgeübt. Wir haben 10-mal die gleiche Geschichte erzählt. Beide. Wir haben uns gegenseitig aufgefordert. Nein, erzähl du nochmal. Jetzt du nochmal. Und nee, erzähl mal es lieber so. Komm, wir üben die Textstelle nochmal. Wir haben das so eindeutig geübt, dass wir selber daran geglaubt haben. Das war eine eindeutige Lüge, na klar. Aber das wusste ja keiner. Das wussten ja nur wir beide. Und wir haben uns dann auch dermaßen geschickt dadurch gemacht, dass wir beide unseren Eltern die Geschichte erzählen konnten und die haben sie
beinahe geglaubt. Schließlich glaubt man auch als Eltern der Polizei doch ein bisschen mehr. Und unser Pech war, dass man uns unterwegs gesehen hat und die Polizei, die rief nicht gleich nächsten Morgen an. Die rief ein paar Tage später an. Da hatten die wahrscheinlich alle Meldungen gesammelt, auch dass wir auf dem, auf dem Güterzug gesehen wurden unterwegs. Also da haben die eins und eins zusammengezählt. Jedenfalls will ich unterm Strich damit nur eins sagen. Wenn man sich eine Geschichte richtig einübt und die so lange sich selbst wiederholt, wir kennen ja alle von Goebbels die Aussage, dass wenn man eine Lüge nur oft genug wiederholt, dann wird sie geglaubt. Ja, aber wir haben uns selbst belogen und haben die so gut eingeübt, die Geschichte, dass wir selbst daran geglaubt haben. Und ich denke, das ist es wert gewesen, nochmal mit an das Buch anzuhängen, also nachzutragen. Denn was passiert derzeit? Darüber macht sich bitte jeder selber Gedanken. Aber auch, wenn man von einem Lügner ganz locker belogen wird, was steckt dahinter? Aber da kommen wir dann später nochmal drauf. Da habe ich dann auch noch ein Video für euch. Höchstwahrscheinlich. Gut. Ob ihr was dabei gelernt habt, das ist das, was ich nur hoffe. Das weiß ich aber nicht. Ich konnte es aber nicht anders. Ich musste es einfach loswerden, weil es passt sehr gut in alles hinein, in die Zeit hinein, in die Situation hinein. Und ich denke mal, wir müssen das alles wieder auf die Beine stellen. Im Moment steht es alles auf dem Kopf. Ich wünsche euch einen schönen Tag und macht was, aber macht's gut.